Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und heute nach langer, langer Zeit mal wieder zu einem FAQ. Das heißt, heute gibt es nach, ich glaube, 6 Monaten mal wieder ein Frage- und Antworten-Video, wo ich eure Fragen beantworte. Unter anderem deswegen, weil ich gerade wirklich keine Videoideen habe. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, damit ich darauf eingehen kann. Und ja, so eine Win-Win-Situation für uns beide, beziehungsweise für mich und für euch als Zuschauer. Deswegen, Freunde, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, gibt es noch eine kleine Brand-Vorstellung, ja, bevor es mit dem Video losgeht. Deswegen stay tuned und dann geht's los mit den FAQ. Seid gespannt. Let's go. Und zwar sollten jetzt einmal alle Cap-Träger aufpassen, denn ich habe erstens einen 40%-Code und zweitens sehr, sehr geile Caps von Another Apartment. Another Apartment nicht kennt, die bringen unter anderem sehr, sehr viele Caps raus, die von großen Stars wie Chris Brown, Tory Lanez, Karim Benzema und mehreren anderen getragen werden. Ich blende euch hier mal irgendwelche Bilder ein. Könnt ihr sehen. Und wir haben hier einmal 4 Caps, die mir zugesendet wurden. Ich kann euch alle jetzt einmal ganz kurz zeigen, wie viele von euch wissen, bin ich kein Cap-Träger. Habe ich denen auch gesagt, yo, ich bin absolut kein Cap-Träger. Mir stehen Caps einfach nicht. Die haben gesagt, yo, wenn sie dir gefallen, stell die trotzdem vor. Mir gefallen sie. Und deswegen werde ich jetzt alle Cap-Träger von euch vorstellen. Und dann könnt ihr euch gerne mit meinem 40%-Code und kostenlosen Versand mit meinem Code eine Cap gönnen. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal ganz kurz die Caps. Die Cap, die mir eigentlich am meisten gefallen hat, und ja, wie gesagt, steht mir nicht, kann ich nochmal zeigen. Ich sehe mit Caps aus wie, keine Ahnung was, sieht bei mir echt wack aus. Aber die gefällt mir am meisten vom Design her. Steht vorne einmal Love Hurts in einem sehr, sehr schönen Stick drauf. Die Qualität ist wirklich sehr gut. Reality Continues in diesem Blau, in diesem 2019, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier haben wir noch einmal so ein Tag, was bei jeder Cap dran ist. Und das wäre einmal die erste Cap. Kann man auch hinten verstellen, ganz normal. Dann hätten wir einmal diese beiden Caps. Eine weiße und eine schwarze. Auf beiden steht vorne einmal Searching You und 2019. Und diese schwarze hat noch so ein Design und alles ist halt, wie gesagt, eingestickt und nicht irgendwie gedruckt oder was weiß ich was. Und jeder Stick ist wirklich sehr fein, da gehen nirgendwo irgendwelche Fäden raus oder sonst was. Und ja, das wären einmal noch diese beiden Caps, die mir auch wirklich sehr gut gefallen, die ich mir ausgesucht habe. Und dann gibt es zu guter Letzt noch diese schwarze Cap, wo einmal Impure und einmal Thoughts draufsteht, auch wieder eingestickt in Rot auf Schwarz. Und das wäre einmal die letzte Cap, die ich bekommen hätte. Hinten steht nochmal Another Apartment auf dem Ding drauf. Die haben auf jeden Fall viel, viel mehr Caps, die haben mir jetzt halt nur diese 4 zugeschickt, die haben noch viel, viel mehr. Und deswegen, wenn ihr Bock habt auf nice Caps und Bock habt auf 40% in meinem Code, dann gönnt euch mit Jan40 40% und kostenlosen Versand und checkt gerne Another Apartment aus. Und ja, deswegen, Freunde, Link in der Beschreibung, jetzt geht's los mit dem Video. So, Freunde, und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem FAQ und der allerersten Frage, die nämlich einmal diese hier wäre, und zwar, wann kommen wieder Insta-Postings von Belvedere Flow? Die Frage habe ich auch sehr oft bekommen, weil auf Instagram bei mir Stories zwar sehr aktiv sind, aber Postings, ja, ein bisschen, ja, lasse ich ein bisschen schweifen, würde ich mal sagen. Aber ich kann euch sagen, ab jetzt gibt es wieder häufiger Postings. Wir gehen jetzt häufiger shooten in Düsseldorf. Deswegen, ja, seid gespannt. Folgt mir auf Instagram, ist hier irgendwo eingeblendet. Dort werden bald wieder sehr, sehr wilde Postings kommen. Deswegen abonnieren, um nichts zu verpassen. Und ja, die Frage kam auch sehr oft, deswegen habe ich die auch direkt angenommen. Ja, bald geht's wieder los. Eine Frage, die ich auch sehr, sehr gut fand, und zwar Meinung zur neuen LFDY-Kollektion. Meint es ja mal, kaufst nichts mehr dort, von Malte Steinach, auch hier eingeblendet. Ja, ich habe mal gesagt in einem Livestream, dass ich mir nichts mehr von LFDY kaufe, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch die neue Kollektion angeguckt, ist an sich sind ein paar starke Pieces dabei, aber mir gefällt einfach dieses Live Fast, Live It Fast, auf jedem Piece steht immer Live Fast drauf, LFDY, auf jedem Piece in jeder Kollektion, und ich finde es einfach mittlerweile ein bisschen einfallslos. Ich kann es nicht mehr sehen, ich laufe durch Düsseldorf, ich laufe durch Köln, überall LFDY, LFDY, Live Fast, Live It Fast, Live Faster Young, keine Ahnung, überall sehe ich diesen Print und ich kann es nicht mehr sehen. Und deswegen habe ich mir selber gesagt, ich werde mir nichts mehr kaufen, wo irgendwie Live Fast oder LFDY draufsteht, sondern einfach nur Sachen, die clean sind, wo vielleicht nicht unbedingt der Name draufsteht, denn die Qualität und der Fit ist wirklich geil von LFDY, kann ich nichts gegen sagen, ich finde auch die LFDY Pieces nice. Aber wie gesagt, ich kann mich irgendwie nicht mehr damit identifizieren, mit diesem LFDY Live Fast Print vorne drauf, weil den Track hat meine halbe Schule getragen, du läufst durch Düsseldorf, jeder trägt das, ich kann es irgendwie nicht mehr sehen. Und deswegen werde ich mir persönlich nichts mehr davon kaufen und kann auch nur sagen, dass ich von der neuen Kollektion auch so ein bisschen enttäuscht bin, weil ich mir gehofft habe, dass jetzt vielleicht mal ein bisschen ein paar andere Pieces kommen und nicht wieder nur Hoodies, wo Live Fast draufsteht. Finde ich ein bisschen langweilig, kann ich nicht mehr sehen. Das wäre auf jeden Fall meine Meinung dazu, ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ja, das wär's dazu. Dann fragt der liebe Lukas Meinung zu Yeezy Slides. Ja, die wurden ja vor drei Tagen, glaube ich, gerestockt. Habt ihr ja, glaube ich, alle mitbekommen. Ich habe auch Stories dazu gemacht. Ich wollte die auch kaufen. Ich wollte alle 3 kaufen, weil ich die Schuhe mittlerweile, beziehungsweise die Slides mittlerweile mega, mega nice finde. Am Anfang fand ich die wirklich richtig hässlich. Aber ich muss sagen, da Kiel die ja hat, es sind die bequemsten Slides, die ich je anhatte. Also Real Talk, die sind unfassbar bequem und ich wollte deswegen alle haben. Und hab dann am Ende keinen bekommen. Ich bin irgendwie 4-mal durchgekommen bei Adidas, konnte jedes Mal nicht zahlen. Grüße gehen raus an Adidas.
Deswegen habe ich jetzt keinen. Deswegen, wenn jemand einen Yeezy Slide in der Größe 44,5, nur 44,5 verkauft, kann er mir gerne schreiben. Ja, ich will auf jeden Fall welche haben. Eine Frage, die auch sehr, sehr oft kam, war vom lieben Anton RDBG. Und zwar, machst du momentan eine Ausbildung oder ein Studium? Viele wissen ja von euch, ich habe Anfang des Jahres mein Abi abgeschlossen. Und danach machst du ja normalerweise eine Ausbildung oder ein Studium oder was weiß ich was. Und ich wollte eigentlich studieren und möchte auch immer noch studieren. Nur Grüße gehen raus an mich selber. Ich habe die Anmeldefristen von jedem Studium verpasst. Die Anmeldefrist war, glaube ich, der 20.8. fast überall. Wir haben mittlerweile den 6.9. und ja, das heißt, fürs Wintersemester bin ich mittlerweile raus. Das heißt, ich muss im Sommersemester anfangen. Es ist im Februar, März. Das heißt, ich habe jetzt genug Zeit, mich auf YouTube, Instagram und so weiter zu konzentrieren und euch nice Content zu liefern. Und dann nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres geht es dann los mit dem Sommersemester beim Studium. Und ja, das wären meine Pläne dazu. Eine Frage, die auch direkt dazu passt, wäre mal vom lieben Fabian. Und zwar geplant, demnächst auszuziehen. Und ja, ich möchte ja studieren. Und wenn ich studiere, möchte ich auf jeden Fall hier im Umkreis studieren. Das heißt, entweder in Köln oder in Düsseldorf. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, in Berlin zu studieren oder in Stuttgart, keine Ahnung. Und da irgendwie wegziehen zu müssen. Ich möchte eigentlich in meiner Hut bleiben. Und das wäre es auch dazu, wenn ich hier in Düsseldorf oder in Köln studiere, macht es keinen Sinn für mich auszuziehen. Und deswegen werde ich auf jeden Fall erstmal zu Hause wohnen bleiben. Grüße gehen raus an meine Mutter. Ja, du musst mich ein bisschen ertragen. Also geplant auszuziehen ist eigentlich jetzt noch nicht. Der liebe Flo 12 Heimbach hat mich gefragt, sieht man dich nächste Woche in München beim Rare Fashion Opening? Und yes, man sieht mich. Wir sind alle am Start. Also unter anderem bin ich mit Gianni und den Jungs von Hypekicks im Hotel. Und wir werden alle dort am Start sein in München und noch ganz viele andere. Deswegen kommt gerne rum beim Rare Fashion Opening in München. Das ist der Samstag am Wochenende. Ich glaube, das ist der 13. oder der 12. irgendwie so. Ist es in München und deswegen kommt gerne rum, wir sind alle am Start und ja, ein bisschen talken, dies, das, kommt gerne rum und ja. Eine Frage, die ich auch sehr, sehr interessant fand und zwar einmal, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, welchen Ort der Welt würdest du bereisen? Und vorab muss ich sagen, ich würde vorher, bevor ich irgendwie wegfliege, meine ganze Fam nehmen, mit allen irgendwie die letzten Stunden, sage ich mal, genießen, irgendwas Nices machen, mit meinen engsten Leuten. Und dann würde ich, glaube ich, nachdem ich das mit meiner Familie abgeschlossen habe, damit jetzt hier irgendwelche Leute kommen, ist deine Familie dir egal am letzten Tag, würde ich, glaube ich, all mein Geld nehmen, nach Las Vegas fliegen und einfach übelst auf die Kacke hauen und mir, glaube ich, den heftigsten Abend machen, den ich je hatte. Ich glaube, ich würde einfach übelst dick feiern gehen, übelst eskalieren lassen, auf alles scheißen, wenn du weißt, es gibt keinen Morgen, das ist dein letzter Tag. Ja, ich will einfach auf die Kacke hauen und mir einen übelst heftigen Abend machen. Wahrscheinlich dann mit meinen besten Kollegen oder was weiß ich was. Weil du kannst jetzt schlecht mit deiner Familie, deinem Oma und Opa nach Las Vegas. Aber ja, ich glaube, ich will einfach richtig eskalieren lassen und mir so einen richtig, richtig heftigen Abend machen. Ich denke mal, viele von euch würden vielleicht auch sagen, ich will irgendwie auf die Malediven und mir einen entspannten machen oder zu irgendwelchen schönen Orten. Aber ich glaube, an meinem letzten Tag auf der Welt würde ich einfach richtig eskalieren lassen und auf alles scheißen. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch am letzten Tag machen würdet, beziehungsweise wohin ihr fliegen würdet. Würde mich echt mal sehr, sehr interessieren. Also wirklich, würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt gerne in die Kommentare. Und ja, auch sehr, sehr interessante Frage, muss ich wirklich sagen. Die letzte Frage vom lieben Max.sdrw ist einmal, könntest du dir vorstellen, dich später in der Modebranche selbstständig zu machen? Da muss ich sagen, weiß ich gar nicht. Ich würde mich schon gerne selbstständig machen. Also ich will auf jeden Fall irgendwann selbstständig sein. Das ist auch das Ziel. Aber in der Modebranche bin ich mir nicht so sicher. Also klar, eigene Brand oder auch hinter den Kulissen ist eigentlich sehr interessant. Aber da bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher, ob es wirklich diese Modebranche wird, ob das wirklich was für die Zukunft ist. Aber vielleicht, wer weiß, irgendwann mal vielleicht eine eigene Brand oder so. Aber I don't know. Wenn ich ehrlich bin, wirklich, ich weiß es nicht. So, Freunde, das wäre es nach langer Zeit mal wieder mit diesem kurzen FAQ zwischendurch gewesen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare Videoideen, Videowünsche. Auf jeden Fall wird nächste Woche ein dicker München-Vlog online kommen, wenn wir alle in München sind. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Checkt Another Apartment ab für nice Caps und bald auch nice Hoodies, nice Sweater und so weiter. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video nächste Woche und auch bei den München-Vlogs. Die werden sehr, sehr geil, seid gespannt. Ich habe da mega Bock auf die Zeit. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video nächste Woche. Haut rein, schönen Sonntag noch, ciao.